Controller-Konflikt. Funktioniert nicht. Mist. Da müsste ich mich jetzt auch erst, einlesen, ob das überhaupt geht. Das ist nämlich was, womit ich mich noch nicht ganz so viel auseinandergesetzt habe. Wie könnte man so weiter noch? Ja, warte mal, ich habe hier glaube ich noch irgendwo ein bisschen Hardenglas. Oder zumindest einen ganzen. Zweifel müsste ich hier vielleicht noch. Ja, warte, müsste ich mir kurz überlegen, wo waren die denn? Ich glaube, hier waren die. Nee, wo ist das ganze Hardenglas denn? Ich hatte doch so viel hier drin. Muss mich rollen. So, irgendwo hier, irgendwo da. Ich glaube, hier bin ich noch zu hoch. Bin ich jetzt Mischugge? Ich hatte doch hier irgendwo einen ganzen Haufen Harden Glass. Wo ist denn das Zeug hin? Da wollte ich rein. Ach so. Ich erinnere mich, ich habe da ja vorhin mal so aus Versehen so 128 Liquid Ducts gebaut. Okay, glaube, also die MFSUs sind nicht leer. Da sieht man noch nicht mal dran, dass da was rausgezogen wird, so wirklich. Daher irgendwie irritierend, wenn das Ding dann in der Nacht das so schnell leergezogen haben sollte. Ja, Moment, ich habe. Ich lass mal offen und guck da. Warte. So, ich guck jetzt mal hier von hier mal. Das geht da durch, das geht hier hin, das wird gespeist von dem MFI. Gut, ich klemm jetzt mal da unten wieder an. Mache das mal. Ich gucke mir die MFSUs an, die ja meinen Speicherpuffer hier machen. Die Frage ist nämlich, ob das MFI im Zweifelsfall nicht der Flaschenhals dazwischen ist. Das MFI. Ja, da müsste ich das. Das könnte sein, dann müsste das noch erweitert werden. Da hast du natürlich recht. Zack, angeklemmt. Wie gesagt, also hier im Großen sehe ich es mehr oder weniger nicht. Okay, dann machen wir, glaube ich, da mal Dingsbums. Dingsbums? Nicht Bumsdings? Nee, Bumsbums. Hier am MFI sieht man jetzt auch nichts, aber warum war das Ding eben aus? Verstehe ich nicht. Aber, na, doch, es droppt aber. Es droppt, das MFI. Trotzdem. Es wird weniger. Okay, jetzt wollte ich mal hier reingucken. Und baller aus. So. Na. Und wir verbrauchen derzeit 260 Units pro Tick. Na, das hier zieht sich etwas runter. Okay. Machen wir es mal anders, da das ja da an dem MFI hängt. Reichen meine Kabel nicht. Na gut, den Rest kann ich ja im Zweifelsfall mit Glasfaserkabel überbrücken. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ging denn dieses komische Teil, was ich jetzt haben will. Ach, hier den Löcher in den Boden rein. Ach, hier. Es war am schnellsten, um da hinzukommen. Oh. Ich wusste nicht, wo ich sonst noch lang rennen musste. Deswegen habe ich gedacht, scheiße, jetzt gehst du einfach da lang. Warte mal, jetzt, Mod. Das Ach, er hat hier ein paar Villager schon wieder eingesperrt. Richtig, ich war schon mal wieder unterwegs. Ich habe mir ein Tree und ein Bee-Villager geholt. Weil ich auch schon so ein bisschen angefangen habe, mit den Bienen rumzuspielen, weil ich da noch ein paar Sachen haben möchte. Was suche ich denn jetzt? Ich suche Forestry. Ich suche. Wie heißt denn das Gerät? Ärgerät. Beziehungsweise, wo finde ich es? Das ist die Still. Das ist es nicht. Biogenerator. Dafür bräuchte ich den Biofuel. Haha. Mist. Das Ding produziert, habe ich nicht auch, gab es nicht auch irgendeiner, der aus MJ
Electric Generator? Den gab's doch auch, bin ich der Meinung. Blöd. Biogenerator braucht man also jeden Fall. Also, wir geben nur die Electric Engine, aber die macht es ja, glaube ich, nur in eine Richtung, ne? Nee, ja, aber da gab's eigentlich. Ich meine, da gab's auch noch. Oder gibt's den nicht mehr? Aber ich bin der Meinung, da gab's einen. Warte mal, oder hieß das Ding einfach nur. Biogenerator. Oder ist das dann zum Biogenerator geworden, dass ich dann da Biofuel für brauche? Das ist aber blöd. Das ist denn aber. Das ist denn aber doof. Dann kann ich ja mit meiner Leitung da gar nichts anfangen. Nee, dann könnte ich mit dem, was von dort kommt, höchstens meinen Laser hier betreiben. Und die Pumpe. Ja, warte mal. Wir brauchen ja. Jetzt ist es schon wieder aus. Das MFE ist aber doch nicht mal ansatzweise leer. Ich warte, wieso ist das Ding aus? Zero Units. Wie viel braucht es nochmal pro Tick im Moment? 160 hat es vorhin angezeigt. Okay, das schafft der MFE natürlich nicht mit 128. Ja, aber er lutscht sich ja trotzdem langsam leer, aber selbst jetzt noch, wo das System aus ist. Warte mal, ich habe da mal eine Idee. Ich habe zwar jetzt gerade noch nicht genügend Liquid Ducts, ich muss das wieder Dings machen. Schmeiß mal unten deine Generatoren an. Die Force Engines, gut, gut. Die laufen ja hier, das ist ja dieser Strang hier, ne? Genau, das wäre Abgriff theoretisch hier möglich. Oder auch hier hinten. Also das ist Jacke wie Hose hier hinten. Du könntest theoretisch hier... Jacke wie Hose. Bei denen hier könntest du theoretisch abgreifen. Direkt bei dem... Der führt zur Pumpe. Greif einfach mal hier ab. Nur zum Testen. Azure Maul. Gut, dann schmeißt es immer an. So. Ja, läuft sogar schon. Schon wieder da. Okay. Oder? Warte mal. Sind wir schon wieder da? Ja, wir sind schon wieder da. Gibt's da nicht. Scheinbar ist ihm das hier zu wenig, was er hier kriegt. Dann muss ich da mal erweitern. Mhm. So, dann machen wir die Force Engines erstmal wieder aus. Man hat es auch an den Lasern gesehen, dass da jetzt auch was anderes mit dran hängt. Die wurden nicht mal voll, also sie blieben auf Rot. Ja, dann macht man hier zweifelsfrei. Hab ich noch? Wenn wir noch ein paar Energy Conduits hätten, wie gesagt, ich muss mal welche herstellen. Dafür müsste das System erstmal noch einen Moment laufen, weil ich nämlich das Obsidian, glaube ich, im System habe. Mhm. Wollte ich ja gerade machen, aber es ist schon wieder aus. Das kann nicht wahr sein. Ja, die Force Engines sind wieder aus, weil sie müssen auch erst befüllt werden. Moment. Ja, ich muss effektiv nur mal kurz ran und gucken, wo das Obsidian ist. Glasfaserkabel habe ich ja mehr als genug, weil ich auch schon eine Baumfarm für vorbereitet habe, aber ich habe natürlich kein MFE mehr rumliegen, oder? Vielleicht hinten noch. Hier noch irgendwo Obsidian rumfliegen. Colored Bricks. So. Da war noch eine Mission. Okay. Kannst du die Force Engine mal kurz anmachen? Gut, schmeißt du sie nochmal an. Na komm. Ja, ich muss das wohl unten sein, du. Ich dachte, ich war ja die ganze Zeit hier die... Das heißt, du bräuchtest noch ein paar von diesen Leitungen hier, um dein System damit anzuschließen, oder wie? Richtig. Warte mal.
Leitungen davon habe ich. Die müsste ich sogar noch haben. Oder? Das sind jetzt bei mir hier natürlich Laufwege. Erstmal wieder hoch. Kurz überlegen, wo wären die? Wenn wären die hier? Oh, leck das gerade, wo denn da unten alles an ist. Ich habe genug davon noch. Okay, dann legen wir nämlich das Ding dann über meine Backup-Leitung von hinten direkt dran. Oh, leck. So, das heißt, du kannst dann... Boah, das hat sich jetzt aber gerade wirklich bemerkbar gemacht hier. Aus mit den Dingern! Alter. Ah, komm, lass mich da rein. Dann wieder rein. Okay, getrennt Taste. Ja, das passt ja. Das geht ja hier sogar rum. So. Weil da kommen nämlich 300 MJ rüber gepustet und das sollte locker reichen. So. Man sollte dann vielleicht auch auf Ausgang stellen. Ja. Boah. Und? Na also, es läuft wieder. Sehr schön. Und es sollte sehr stabil laufen. Boah, das MFE wird jetzt ja gar nicht mehr groß gebraucht. Das kann ich jetzt also theoretisch wieder abkloppen. 267 Units sind wir jetzt insgesamt. Na, ich lasse es mal als noch vorläufig da. Ja, im Zweifelsfall kann man es noch als Zusatz mit anklemmen. Huch, falsche Farbe. Ah, so. Da brauche ich ja gar nicht lang. Ich gehe einfach hier hinten lang. So, zack. Doch, manches ist mal ganz gut, wenn man von solchen Kabeln einfach mal irgendwann zu viel produziert hat. Ja. Dann irgendwann merkt, okay, du brauchst sie doch noch auf Dauer. Ja. Oh, ich habe ja... Und wir sind inzwischen bei einer Stunde. Yay. Schon? Ja, schon wieder. Schon wieder, meine Herren. So, naja. Wenn ich die Zeit finde, wird sich hier draußen beim nächsten Mal dann auch noch so ein bisschen was getan haben. Und vielleicht noch mehr Holz und so produziert. Ja, ich werde dann auf jeden Fall zusehen, dass ich hier die Anbindung fertig kriege und den nächsten, Hallo? Hallo? Bin ich noch auf dem Server? Ach ja. So, ich sollte es vielleicht auch nicht in Powered Furnace packen, ich Depp. Ich will Obsidian pulverisieren und was packen. Was mache ich? Ich pack das Ding in den Ofen. No comment, richtig. So. No comment, das liegt wahrscheinlich an der Fortgeschrittenheit des Tages. Das auch. Nee, wie gesagt, hier das soweit fertig kriegen, dann wahrscheinlich hier noch den hier auch noch fertig machen soweit. Eventuell lagern wir den Controller um. Das ist ja kein Problem, der Controller kann ja im Netzwerk sitzen, wo er will. Richtig. Wäre vielleicht ganz gut. Und ich weiß nicht, ob das nicht auch so ein bisschen hier dann auch eine Framerate zieht bei mir, weil da läuft ja doch schon einiges. Ich werde hier auf jeden Fall mehr als genügend Energie produzieren. So ein bisschen. Also wenn ich den Boiler hier dann noch angeklemmt habe, dann... Ja, das sollte dann doch ein bisschen was... Haben wir Minecraft-Tool-mäßig auf jeden Fall genug. Der hier hinten wird dann ja für Energy-Units werden. Das sollte dann auf jeden Fall ausreichen. Das sollte es. In diesem Sinne, ja. Mal schauen, was wir zwischendurch schaffen. Ansonsten werden wir das alles in der nächsten Aufnahme machen. Richtig. Weil das ist immer das größte Problem, die Zwischenzeit. Und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank für positive Bewertungen und Kommentare. Die freuen uns auch immer sehr. Und genau. Ja, Feedback ist mehr als erwünscht. Genau. Und auch Kritik, aber bitte. Lasst euch mal zu unseren etwaigen Vanilla-Plänen aus, so als Pause dann vielleicht mal zwischen den Feed the Beast Seasons, weil man weiß ja auch immer noch nicht, wann jetzt dann mal irgendwann das Update kommt. Genau. Da hört man ja in der Richtung noch gar nichts, weil wie gesagt, das ist ein Haufen Aufwand, den jetzt die Modder dabei haben. Oh ja.
Ne? Wie gesagt, das ist alles noch, es ist noch alles nichts Konkretes, es ist nur, sagt mal, was ihr davon haltet, schreibt es mal in die Kommentare, täte uns interessieren. Auf jeden Fall, lasst euch da aus, wir sind jo. Immer happy, wenn wir Feedback bekommen. Oh ja, im Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschö. Ape Noctem, Tempus Fugit, Memento Mori.